Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Elisma. Hallo. Wir waren ein bisschen verkaufen, einkaufen, nichts Bewegendes. Wir befinden uns immer noch in den Türmen des Mondaufgangs, da wo wir ursprünglich auch hin sollten, um hier herauszufinden, was das damit auf sich hat und wo die Tieflinge gefangen gehalten werden. Das ist unsere Mission. Hier waren wir noch nicht, ne? Ah, guck mal, hier ist der Thronsaal. Oh, wer ist er denn? Lord Ozai, Alter. In dem Thronsaal da. Catherick Thaw. Genau, mit dem will, glaube ich, Shadowheart reden. Oh, was ist das denn? Oh, guck mal, die haben so einen Roboterhund. Moment mal, ich muss gerade. Ach, da ist der Thronsaal. Ne? So ein Roboter-Skelett-Wow-Wow, Alter. Der sieht ja krass aus. Der ist ja fancy. Den hätte ich gern. Von dem habe ich, den hab ich schon im Bild gesehen, glaube ich. Hä, der ist ja richtig abgefahren. Kriegshund des Generals. Hä, die sind hier voll krass, die alle. Okay, aber da gehen wir noch nicht rein, am besten. Von der habe ich auch schon mal ein Bild gesehen. Von wem? Von Catherick Former. Ich wusste immer nie, wer das ist. Wer ist denn das da? Guck mal, der pinkelt hier in die Ecke. Wer ist er denn? Zul. Richtigkeit. She sees everything we are. Do you understand? There is no hiding from her. Also ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie der Bruder von Super Mario. Und nein, ich meine nicht Luigi. Achso, darf ich eigentlich die Stärkesuppe trinken jetzt? Achso, ja, trink mal die Stärkesuppe. Auch wenn du nicht bitte gesagt hast. Hat den Trank getrunken, okay. Habe ich das jetzt? Charakterbogen? 20. Ja, stark. Toll. Ja, stark im wahrsten Sinne. Kann ich noch höher springen? Wow. Ah, hier ist, hier ist so ein Seiteneingang. Sind wir doch vorbeigelaufen. Ja, ja, ich weiß. Okay. Ich wusste bloß nicht, dass da ein Seiteneingang ist. Du hast ja nichts gesagt, dass da ein Seiteneingang ist. So, jetzt klettern wir nach oben, ja. Guck mal hier. Ich hab die Leiterung gefunden. Ein Holzkoffer. Und der Jute-Sack. So, ruf. Oh. Okay. Okay, was geht hier ab? Hier ist Schleim. Wurzeln? Ja, ja, wir müssen auf jeden Fall rausfinden, wo der Schleim herkommt. Das ist wichtig. Achso, ne, der nimmt den Schleim nur durch die Wand. Steht nicht, aber okay. Okay, dann gehen wir mal nach da. Oh, ich glaube, das ist für wenn du hier ankommst und die alle böse auf dich sind, dann kannst du hier durchsneaken. Vielleicht, ja. Das ist eine Wurzel. Oh, in dem Raum war... Ach nee, doch, in dem Raum? Waren wir in dem Raum hier? Ja, irgendwie... Nee, irgendwie nicht. Nee, da. Der geht an den Thronsaal ran. Da ist doch eine, da ist eine Treppe nach unten. Ich nehme erstmal die Wurzel mit. Oh, ich kletter die Wurzel. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt? Foxy klettert immer irgendwelche Wurzeln. Du musst mal kommen. Das ist ja abgefahren hier. Oh, eine Kiste. Das ist Stockwerk. Oh, shit. Eine Mimik. Okay, du bist als letztes dran. Warte. Attentat, Initiative. Kann ich machen? Mach ich. No escape. Jetzt ist sie stumm. Jetzt kann ich nicht zaubern. Ich weiß nicht, ob die generell gezaubert hätte, aber das kann sie jetzt nicht mehr. Ich schepper da jetzt eine. Ja, Ritter. Alter. Und gleich nochmal. Das war's mit Mimese hier. Was kann das? Warum kann ich das nicht erreichen? Oh, eine Kette.
des kalten Schauers knisternde Resonanz, wenn der Träger mit einem Zauber Fernkampfangriff Schaden bewirkt. Verursacht er 2 Widerhall im Zielbereich. Zauber Fernkampfangriff? Achso, meinst du generell einen Zauber, der nicht ein Nahkampfangriff ist? Also dieses komische nekrotische Griff oder dieser Blitzgriff da am Anfang? Ja, ne? Ja, das doch. Ist ja ein Nahkampfzauber. Ich analysiere das gerade. Ja, das sind alles ja fast Fernkampfzauber. Okay. Eigentlich cool, aber wir haben gerade, glaube ich, alles verkauft, was dafür notwendig wäre, um das. Ne? Siehst du, wir haben die Steine gar nicht verkauft. Das hier will ich alles nicht. Bronzebarren will ich auch nicht. Und nee, das will ich alles nicht. Das kann er alles mal mitnehmen. Das müssen wir verkaufen. Ich nehme den Krokus mit. Selonitenamulett. Oh, ich habe einen Sichelmond-Ohrring. Offene Noxi, hier, Briefe für dich. Oh nein, ich will nicht Briefe. Es geht um Ketzerei. Sie sagt, sie braucht mehr Taschen. Wie um Ketzerei. Okay, gucken wir. Was hast du mir jetzt geschickt hier? Warum geht das hier nicht mal in meinen Schmuckbeutel hier? Das kommt da rein, ne? Ist das? Alchemie. Oh nein, ich hasse das, wenn er das nicht stapelt. Warum kann er das wieder nicht... Warum stapelt der das denn nicht? Hasse das. Okay. Offene Ketzerei. Oh Gott, wie viel. Nur wenige erkannten Schar als Göttin der Schöpfung oder Selun als Göttin der Zerstörung an. Doch beides stimmt. Geboren und urzeitlich auf und ab der Zeit haben sie gemeinsam Abeire, Toril erschaffen. Und müssen die so komische Sachen schreiben, die kein Mensch lesen kann? Und das Leben begann zu existieren. Licht und Dunkelheit befand sich im perfekten Gleichgewicht. Von Schar geliebt, von Selun erleuchtet. Okay, total toll. Und daraus lässt sich lernen. Es ist Naretai, selbstsüchtig die eigene Beharrlichkeit über das Schicksal aller Existenz zu stellen. All jene, die dies begreifen, wird die Herrin des Verlusts immer Gehorsam Gehör schenken. Okay, krass. Wahnsinn. Hier haben wir auch noch was hier. Jeder, der lesen will, ne? Ihr wisst. Selbst Götter können schließlich sterben. Wer den Tod verehrt, der sollte das stets bedenken. Das zeigen wir uns doch. Johanna Wiesling, der unter Lykantrophie litt und sich bei Vollmond in einen Wehrbären verwandelt. Okay, was? Was ist mit ihm? Das dürfen wir nicht aufmachen. Wir dürfen das hier außen aufmachen. Wir speichern, okay? Was höre ich denn da? Du hast einen Spiegel mitgenommen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Elesmar in meiner Hand? Was ist denn das? Oh, guck mal, der hat so einen göttlichen Sitz nach außen hier. Seinen Sonnenthron. Wer ist der? Aragorn oder was? Also jetzt. Sei nicht so anmutig. Du weißt doch, Ricky Gang Platz gefangen. Ja, ja. Jetzt ist mein Stuhl. Kann man hier langlaufen? Nee. Was hat man davon? Gar nichts. Du kannst dich da in den Tod stürzen. Okay, ciao. Auf den Ghoul drauf. Oh, da ist eine schwere Truhe. Ja, die wird gar nicht gehighlightet, wenn man Alt drückt. Na toll. Das geht zu Inissa. Gibt's hier noch eine Truhe? Wir sind jetzt hier hochgeklettert wegen 29 Gold und so einem blöden Steinsitz hier, oder was? Ja, vielleicht ist da ja zur anderen Tür noch mehr. Soll ich das aufmachen? Aber wir dürfen gar nicht. Ich komme nicht da rein. Hallo, Spiel, mach doch mal. Du musst es knacken hier. Doch einfach einschlagen. Ich weiß nicht, ob das die beste Variante wäre. Oh, hier sind nebenan so Leute auch. Ich kann die schon sehen. Was sind die denn? Hallo? Hast du Brot? Wer ist er denn? This is a restricted area. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell.
Oh, wollen wir ins Gefängnis gehen? Nein, eigentlich nicht. Ich sollte ihn davon überzeugen, dass ich hierher gehöre. Mach mal. Ich soll die Patrouille verstärken, weil jemand versucht hat, sich hier einzuschleichen. Täuschen, 6. Einschüchtern, 3. Überzeugen, auch 6. Wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht, wird eure Uniform als geschmackvoller Leichensack dienen. Okay, krass. Wollt ihr wirklich eingestehen, dass ihr so weit vordringen konntet, ohne... ihr solltet besser so tun, als wäre es mir gestattet, hier zu sein. Ich finde es so blöd, dass man nicht sieht, was man würfeln muss. Ich glaube aber, dass das Absicht ist. Ja. Soll ich ihn täuschen oder so überzeugen? Mach mal täuschen. 22? Junge. Soll ich eine 22 würfeln? Eine 19? Wir müssen ins Gefängnis, erstmal. Usually this is the point where the guard leaves you alone. But not today. Ich will nicht ins Gefängnis. Komm, wir gehen ins Gefängnis. Ins Gefängnis. Wir wollen es mal sehen, wenigstens. Ach nein. Aha. Oh, wo sind wir jetzt? Oh, wow. Ich will es wenigstens mal sehen. Wir können ja laden, aber ich will wenigstens mal hier gucken. Oh, da ist eine. Oh, da ist ein Blutloch. Oder sowas. Oh. Sachen, Alice, mal Sachen. Und haben wir jetzt noch alle unsere Sachen? Nee, hat er mir alles weggenommen. Das ist ja frech. Deine Rüstung dürftest du anbehalten. Was ist denn das hier für ein Schmutzloch? Das ist ein Skelett. Das weiß ich auch nicht. Kann man ins Loch reinspringen? Ja, man kann da reinspringen. Ich glaube, dann stirbst du. Ich spring. Tschüss. There's a parasite in that corpse. Brimming with potent magic. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Okay, ihm nach. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Oh, ich glaube, davon habe ich gelesen, wenn ich das Rote sehe. Was ist denn hier los? Ja, ja, Leute. Noxi, ich glaube, von hier kommt der Schleim. Hab da so eine... Aber der kam doch... Der kam doch von oben. Ich würde sagen, Flüchtling. Aber ich würde behaupten, dass von da unten der Schleim kommt. Also, das sah mir jetzt sehr stark danach aus. Voll verschleimt. Das war ja wild. Okay, das erwartet uns alles noch. Das können wir alles noch erforschen. Also gehen wir da oben jetzt nicht weiter, weil die schicken uns ins Gefängnis. Da dürfen wir noch nicht hin. Das heißt, entweder bringen wir erst alle um oder wir finden einen Weg, dass wir da lang gehen dürfen, weil ich will noch nicht gegen alle kämpfen. Oder? Ich glaube, noch ist das nicht die richtige Entscheidung. Das kommt noch. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg ins Gefängnis. Das muss ja unten irgendwo sein, oder? Gefängnisse sind immer unten. Ich glaube, ich habe die Treppe vielleicht schon gesehen vorhin. Und du hast nichts gesagt? Doch, ich habe gesagt, da ist eine Treppe nach unten. Ach Quatsch. Wann hast du das gesagt? Das war nämlich genau... Das war in dem Raum. Es ist nämlich genau unter uns, die Treppe. Best be on my way. Ach so, ja, ich dachte, du meinst eine Treppe von hier, von diesem Gerüstchen nach unten, dachte ich. Also, dass wir da auf den normalen Boden kommen. Ja, weil du immer nicht im Satz sprichst. Ich sagte, oh, guck mal, da unten ist eine Treppe nach unten. Du hast gesagt, oh, Treppe. Nein, er hat wirklich gesagt, da ist eine Treppe. Ah, die Treppe meinst du. Okay. Okay, wir gehen mal hier oben durch den Thronsaal durch, oder? Und gucken mal. Okay. Ganz schön abgefahren hier die Nummer, aber gut. Guck mal, da hinten hier ein Schlafzimmer oder so. Ja, das machen wir gleich noch. Ach nee, da geht's da nach oben, wo wir gerade nicht hin dürfen. Aber das ist bestimmt auch sein Schlafzimmer. Meinst du, der hat ein Schlafzimmer? Vielleicht schläft er auch da draußen auf dem Steinthron.
Oh, hier ist was zum Wahrnehmen. Oh, hier ist eine Wand. Speichern. Alles war. Da ist Schleim auf der Wand. Ja, mach's kaputt. Oh, da kommt auch Schleim unten raus. Ja, kannst du die anklicken? Klick mal an. Verwenden. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Oh, das ist das, was die eine meinte. Ja. Ich bin dafür, du greifst da rein. Arcane-Kunde kannst du doch gar nicht, oder? Nö. Oh nein, das beißt dir die Hand ab. Unfolds. Expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network extending down into the dark, where something wakes. It's a trap! Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Ja, jetzt verlierst du deinen Arm, würde ich sagen. Ja, du kannst. Ja, stärker ist wahrscheinlich das, was du machen solltest. Ja, plus 5. Och man, ich dachte, das reißt jetzt den Arm ab. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. Okay, krass. Kann ich das auch nochmal anfassen? Wir haben jetzt den Keller aufgeweckt. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. Ich hätte gern Arcane Kunde. Echt, willst du nicht reingreifen? Nein, ich hätte gern nur das Abwurscht hier. Ach Mann, warum bin ich so schlecht im Würfeln heute? Aber das will ich jetzt wissen. Oh, was? Ich lade es dann nochmal. Das ist ja wohl frech. Beschiss! Meine Mama hat auch gesagt, bei allem vorher, wo sie was würfeln musste, hat sie gespeichert und sie hat immer das gemacht. Ja, das ist safe scumming. Ja, meine Mama ist aber so krass, ne? Die würfelt eh speichert, mal 20. Nee, die speichert und dann nimmt die alle Optionen einmal. Also die nimmt dann einschüchtern und überzeugen und drohen und weiß ich was alles. Macht die alles. Und behält dann das, was ihr am besten gefallen hat, oder was? Ja. Genau. Die ist richtig krank. Ja, es dauert ja ewig. Ja, aber die hat ja Zeit. Aber das ist ja frech. Ich habe dreimal gewürfelt und habe dreimal verkackt. Das ist ja wohl unverschämt. So. Hast du da schon reingefasst? Nee. Nee. Warte, das machen wir gleich nochmal. Ich erkunde das hier erstmal. Na, geht doch. You can't quite catch a glimpse, but you recognize this feeling. The same alien presence you felt on the Nautiloid. Okay. Nee, ich greife da nicht hinein. Das machen wir. Greif mal rein. Nee, das kann Alice mal machen. Was machst du? Du hast viel mehr Stärke. Kann ich durchklicken. Cool, ich kann auch nicht mehr untersuchen. Ich kann nur noch reingreifen. Das sehen wir gar nicht. Your awareness unfolds. Expanding through every wall in the tower. Kennen wir alles schon. Tendrils snap like iron cords around your wrist. Das ist jetzt deine Hand? Mind looms large. Haben wir nicht gewürfelt. Sehr gut. Okay. Also durchklicken. Wir wissen ja, was passiert. Ob das den gleichen Verlauf haben. Jetzt haben wir den Keller aufgeweckt. Ja, irgendwas ist da im Kämmer.
im Keller. Im Kämmer. Ja, aber guck mal, die hat ja gesagt, das ist Alien hier. Nautiloiden-Dinger, ja. Ja, also da sind wieder die Elitiden-Wesen sind da im Keller. Oh, ja, aber was machen die da? Ja, vielleicht ernten die da die Larven ab. Weil die kontrollieren die Leute ja hier mit den Larven. Oh, ja, ja. Vielleicht haben sie da so ein... Okay, wollen wir nochmal nach draußen gehen und von außen da hochklettern? Da gab es doch auch noch was zum Hochklettern. Vielleicht gehen wir da mal kurz gucken, wo wir da hinkommen, oder? Vielleicht gab es da so eine Brutmutter im Keller. Ja, so eine Nautiloiden-Brutmutter. Oh Gott. Das ist ein Horror-Szenario. So, mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Hier ist nämlich, hier bin ich... Das ist auch blöd, wenn du einmal was machst, dass du es nicht abbrechen kannst, ne? Oh, okay. Hä, und nun? Was hat man davon? Hier nirgendwo hin, oder? Vielleicht kann man die Wurzel später irgendwann wegmachen oder so. Oh, da sitzen welche. Kann man da hochklettern? Nee. Vielleicht kann man da runterklettern. Was da oben, wo wir nicht hin dürften. Ja, was hat man denn davon, wenn man jetzt hier ist? Hier kann man ja gar nichts machen. Das ist ja voll unsinnig, oder? Keine Ahnung, kannst du nicht mal... Ich dachte, vielleicht könnte man wenigstens das Fenster einschlagen, aber das geht auch nicht. Kann nicht mal mehr runter, weil du im Weg stehst einfach. Ja, musst springen. Ich kann dich auch da runterschubsen einfach. Aber wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Auf magische Weise wäre das super easy. Okay, dann gehen wir jetzt in den Thronsaal, oder was? Ja, vielleicht müssen wir da Shadowheart mitnehmen. Sollen wir Shadowheart mitnehmen? Ja, die ist doch... Die redet doch immer wieder von dem Mann da. Echt? Ja, ich höre ja nicht mehr zu, irgendwie. Du hörst den. Ja, du vergisst ja auch alles, was irgendeiner von denen erzählt. Ja, weil das schon 5 Monate her ist, dass sie das erzählt haben. Kann ja nicht jeder so ein Gehirn haben wie du. Der weiß alles immer, ne? Der erzählt mir, ey, was vor einem halben Jahr hier in dem Spiel passiert ist, erzählt er mir. Yes, darling. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... So, wo ist ein Schattengirl? Ah, hier. Something the matter. Der gehört da irgendwie zum gleichen Kult wie sie. Oh, soll ich noch mit der sprechen hier? Die will uns ganz viele Sachen sagen. Ja, das wäre jetzt das... Ja, ja, ja. Erinnert ihr euch daran, als ihr mir gesagt habt, dass die Nachtorchidee eure Lieblingsblume ist? Rings a bell? Why? Wir haben eine Nachtorchidee! Oh, die schenken wir ihr, dann liebt die uns. Ja. Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking. They're safe. And beautiful. Thank you. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. Können ja rummachen. Hat die uns gerade geprankt, dass die Blume giftig ist? Hat die einen Witz gemacht? Ja, die hat dich einfach geprankt. Aber die hat sie, war sie witzig? Aber die hat nicht lang genug gewartet. Jetzt erst mal warten müssen, bis da Panik kommt. Ja, es war nicht so dramatisch. Ich dachte auch, oh mein Gott. Ich dachte, sie wird jetzt voll sauer, dass wir diese heilige, tolle Blume jetzt gepflückt haben. Und das hatte ich auch erwartet. Ich dachte, sie fuckt mich jetzt schon wieder ab und sagt, oh nein, du bist der Schmutz der ganzen Welt. Die ist immer so garstig. Also immer, wenn man denkt so, oh, hier gucke meine Blume, dann ist sie voll sauer plötzlich. Aber diesmal nicht. Sie hat versucht, lustig zu sein. Das wird euch sicher noch was einfallen. Das ist doch nur ein Symbol. Ich erwarte nichts als Gegenleistung. Dann sollte ich sie wohl wieder zurücknehmen. Nein, ich wollte dir einen Gefallen tun. Ich brauche dafür nichts. Danke. Well, perhaps I can come up with something later. Ja, vielleicht. Keswick Schwarm, was haltet ihr von ihm? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Okay, ich will über eure Verehrung mit Char reden. Nee, eigentlich nicht. Ich will über alles reden, was uns widerfahren ist, ja. Fine. What's on your mind? Warum müssen wir mit ihr über alles reden?
Ihr macht euch sicher Gedanken über unseren blinden Passagiere. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Was habt ihr vor, wenn wir die Larven tatsächlich losgeworden sind? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Wir sollten zusammenbleiben, wenn wir uns verstehen. Oder wohin würdet ihr gehen? Ja, wohin gehst du? Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Und sie hat eine Freundin. Eine Angehörigin? Ein Freund? Bei Herzblatt? Scheint persönlich zu sein. Ich bohre nicht nach. Nein, 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 das machen wir lieber nicht. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Wenn sie einen mag, dann sagt sie es an. Ja? Ja, das weiß ich. Aber sie mag mich nicht. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Den kannst du ja jetzt fragen, ob sie dich mag. I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? Okay, danke. Komm mit. Alright, some company wouldn't. Oh, lass Blumen sprechen. Danke. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. Komischerweise, das Merkwürdige ist, ne? Diese Steam-Benachrichtigungen tauchen bei jedem Spiel in einer anderen Ecke auf. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass sie jetzt bei dem Game unten links sind plötzlich. Sonst sind sie eigentlich immer unten rechts, aber manchmal bei Grounded zum Beispiel sind die oben rechts. Ich hatte auch schon mal eins, da sind sie oben. Ich hatte ja, oben rechts hatte ich sie auch schon mal. Ganz komisch. Naja, müsst ihr wissen. Das Einzige, wo ich sie noch nicht hatte, ist links oben. Weiß ich nicht so genau, habe ich nicht darum erwartet. Aber ab und zu passieren merkwürdige Sachen. Da links oben ist aber auch immer meine Anzeige mit FPS und GPU und RAM-Auslastung. Das finde ich ganz schlimm, das würde mich ja so nerven. Ich kann die auch noch kleiner schalten. Was kann ich, warum man das überhaupt braucht? I saw it's true, so. The army. They're nearly ready. It's nearly time. Welche Armee meint ihr? Us. We are so many. And we are marching to Baldur's Gate as soon as the Absolute gives word. I've never been to battle. I've never been to war. But I feel so calm. Ready. Das ist beunruhigend. Wer ist ihr? Ich da sehe, wie hoch meine Auslastung ist. Welcome back, true soul. Zurel is holding an audience with the General, deciding the fate of those who have failed the Absolute. Darf ich da jetzt rein? Keine Ahnung. Mach einfach. In den Kampf. Naja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir töten die jetzt alle. We did as we was told, General. Followed every order. The facts suggest otherwise. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Us? No, no, it was Minthara. She got the orders. She... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Mit ihrem Kopf. Ich würde einfach mal gucken. Ich würde mich da nicht einmischen. Ja, gucken wir. Das ist auch eine Option. Oder hört, hört. Nee, ich glaube das. Mercy, General! Please! General Thorne? Let our newest arrival speak. You have seen what these creatures are capable of, and you have seen their inadequacies, isn't that so? What is your judgment? You know I'm loyal! Tell him! Tell me, Dean? Enough! True soul, tell the general how the goblins served our cause. Ich glaube, das sind vielleicht welche, von mit denen wir hierher gelaufen sind, könnte es sein. Oh, ja, vielleicht.
tötet sie einfach, sie sind wertlos. Den Halb, oh Gott, den Generaleingang. Loyale Soldaten, ihr solltet sie befreien. Ja, wenn wir sie... Sie sind loyal, oder? Ja, aber theoretisch, wenn wir sie jetzt sterben lassen, dann müssen wir nachher nicht gegen die kämpfen. Ja, okay, aber... Wir wollen ja niemandem was Böses. Wir sind ja rechtschaffen gut. Wir können ja auch sagen, so, wir haben gesehen, welche Gräueltaten sie im Namen der Absoluten begangen haben. Ja, aber ich glaube dann... Ich glaube, dass wenn wir das sagen, dass die denken, dass das, was die Absolute befohlen hat, Gräueltaten sind. Aber im Augen der Absoluten sind das wahrscheinlich keine Gräueltaten, weißt du? So. Ja, hier, yeah, befreit die. What I tell ya? Praise the Absolute! Faith without action is anemic, sickly. In a word, useless. We are too close to the ending and the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Oh my goodness! I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Try again. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Oh oh. Wir fragen. They are yours. You can release them, kill them, or feed them to each other for all I care. Just deal with them. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! For old time's sake! Wer ist er? Ich glaube, wir sind mit dem hierher gekommen. Oh, ich glaube, wir müssen die töten, oder? Ansonsten fallen wir wahrscheinlich auf. Ja. Oh. Wo wir gegen sie kämpfen, kriegen wir bestimmt die Erfahrungspunkte. Ich glaube, das Freundlichste, was wir tun können, wäre der faire Kampf. Also die faire Chance im Kampf. Und dann sterben wir. Nö, dann vernichten wir sie. Oh, praise the Absolute! And praise her true soul! Your merciful streak will be the death of us one day. Let's hope Zarel won't be too angry. Das hoffe ich auch. Du hast gesagt, sie dürfen gehen. The seat of the Absolute's power. Occupied by a general that cannot be killed. But his followers are flesh and blood. Warum höre ich immer deine alte Quatschen? We must learn what fuels his power. Weißt du, ich darf mich da hinsetzen. Herr Mofagling.
From this seat, Ketherick defied gods and raised an army for the Absolute. Ganz schön anmaßend. Good luck, Trousseau. Du weißt, the Disciple demands much of those who serve her. Aha, nicht gerade bequem. Bis du mal auf die Nase fällst. Don't get used to it. One taste of regal. Ah, hier sind wir hier, okay. Ja, ja, hier waren wir schon mal. Boah, und Inissa bitcht mich auch gleich an. Don't try giving orders, Trousseau. Everyone here answers directly to Zarel. So, gehen wir erstmal hier hin. Da ging's in den Keller. Diese Blutspur. Da geht's bestimmt zu dem Gefängnis. Oh. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Was ist mit uns? Ich habe die vorher auch nur von oben gesehen. Und was ist hier eigentlich? Das haben wir auch nicht gesehen. Wie dumm sind wir denn? Ich spreche mal mit Mick. Ich sag dir mal, da ist irgendwas im Keller. Ich habe rausgefunden, was im Keller ist. Ich habe das Wesen gesehen, das in den Mauern lebt. Ja! Being? Telling? Tell me. Das ist eine Art Identitätenwesen. Ja. Das ist die Absolute. Oh, vielleicht ist es die Absolute. Vielleicht, wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Identitätenwesen. Ja. Okay. But how taste. Tja. Vermutlich salzig. Vermutlich salzig. Ich hab's nicht abgeleckt. Mick thought True Souls was brave. Okay. Ja, das ist mal abgeleckt. War das jetzt... Du hast es angefasst. Du wolltest es ja nicht anfassen. Ja, aber du musst es dann auch schmecken, Mann. Ich hatte keine Option. Die Tür habe ich aber gesehen. Das weiß ich noch. Da habe ich gesagt, die Tür, du hast gesagt, von außen nach innen. Ja. Nee, waren das nicht hier? Ja, das kann sein. Ja. Wir waren in der Küche, dann habe ich gesagt... Ja. Komm, wir gehen nach unten. Oh. Wer ist er? Be a dear and strike me deaf. Our guests are especially sobby today. Wir müssen noch rausfinden, was mit dem passiert ist, oder? Mit diesem Gnomen da, oder was? Ja, wir sollen doch das Kind sollen wir finden und also generell die Tieflinge sollen wir finden. Genau. Die sind bestimmt hier im Knast oder so. Ich denke auch. Okay, im Uhrzeigersinn. Halt, stopp, da ist ein Gang oder so. Ist das die Karte? Warte, wir machen mal auf. Hallo, Romora. So, als erstes der Blutspur folgen. Ja, das klingt mir sehr weise. Hallo. Na, Herr Chick? Plant one foot in front of the other. Head forward. Back straight. Make them fear you. Ich mag die hier. Die sind mir sympathisch. A new face. Do as the warden says, when she says, and you'll be fine. Ja, ne? Irgendwie haben die Charme. Aber böse Menschen haben meistens, sind sehr schamvoll meistens. Oh, Knochen. Toll. Ist ein bisschen duster hier. Ich kann gar nicht richtig alles sehen, aber gut. Oh, hier ist was zum Analysieren. Guck mal, hier haben die... Okay, das erinnert mich ein bisschen an Attack on Titan, so von der Zeichenart, finde ich. Ach, guck mal, aber das sind hier Elitiden, ne? Ja, ja, da ist so ein Gehirnding. Ja, ja, und der eine hat Tentakel. Na, Tentakel. Ich glaube, das ist die Transformation oder so. Vielleicht erforschen die das hier. Oh, Schriftrolle mit Toten sprechen und Personen festhalten. Nice. Ich hab dir auch falsches Leben gegeben. Hast du das auch in meinen Sack reingemacht? Nö. Warum? Ich hab doch einen Sack dafür! Nee, du hast ein Buch dafür. Hä? Wo ist das hin? Buch. Ah, hast du es selber gemacht? Gerade? Ja. Ah. Verwirr mich doch nicht. So, jetzt andere Seite. Hallo.
Na, ein Schickert schön? All's well here. The cargo from below has already been taken to the docks. Don't get too close to the prisoners. They're desperate enough to try anything. Okay, die haben so eine rote Hand auf der Brust. Ja, das ist doch das Markenzeichen von denen, oder nicht? Das Markenzeichen. Ja, das war doch hier das Logo von der absoluten Bart, diese... Das Patent, was sie angemeldet haben. Genau, das haben sie als Logo angemeldet. Also ich habe alle Rechte dran. Ja. Nee, du benutzt das, das ist verklagen. Wo bist du denn? Was damit und damit? Muss ich die Sachen mitnehmen? Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich muss erstmal schauen, wie ich da oben wieder runterkomme. Der klettert hier empor und das halt liegen. Ja, du kannst hochklettern, aber du kannst nicht runterklettern. Da musst du springen. Wahnsinn. Oh, hier geht's aber. Hier ist was. Speichern. Wenn ich erst hier fertig mache, bevor wir woanders hingehen. Ja. Was kann das? Lifeless eye stares at you. Es brummt. Brummi! Mann, ist das spannend, ey. Ich mag das. Alter, was ist hier denn alles noch? Ach, hier waren wir im Gefängnis gerade. Ja. Naja. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat die Möwe damals gesagt, dass man hier ins Unterreich kommt, wo wir den See gefunden haben. Müsste man hier im Gefängnis rauskommen, wenn mich alles täuscht. Es gab vom Unterreich einen Aufzug, den haben wir nicht genommen und der hat hier hingeführt, glaube ich. Ach so, hier würden wir ankommen, wenn wir aus dem... ach so meinst du. Ja. Wenn wir vom Unterreich gekommen wären, dann wären wir hier gelandet, im Gefängnis. Ja, ich glaube so, irgendwie hat es die Möwe erzählt. Oh, okay, krass. Ja, hier ist jemand. Warte, soll ich die mal... hallo? Ich hole mich hier raus. Let me guess. The absolute is the only way. Don't bother. Why don't you and Zevlor take a long walk off a short cliff? Hör mal, euer Bruder Roland lebt. Er ist im Gasthaus zum letzten Licht. Wie seid ihr hier gelandet? Ich bin nicht mit den Kultisten im Bunde, ich schwöre es. Sag noch einmal, ich hielte es mit den Absoluten. Und ich lasse euch hier zum Sterben zurück. Ist nicht mein Wohl. Ja, Roland lebt. He made it? He's all right. Told you. He's too stubborn to die. If you're not at the Absolute's beck and call, why are you here? Ja, das kann ich jetzt hier nicht so offen sagen, Mäusekin, weil hier sind überall diese Spähaugen. Das ist teuer. Kommt drauf an, das Heldenleben ist kostspielig, wisst ihr? Ich muss ein paar Dinge erledigen. Macht euch bereit, wir wollen uns rauskämpfen. Ich will helfen, was kann ich tun? Gnomes next door are up to something. They've been whispering like mad. Whatever it is, we're in. Don't leave us in here. Okay. Gnome nehmen an. Ich glaube, den Gefängnisausbruch sollten wir hier aber noch nicht gleich starten. Nee, meine ich auch. Guck mal, hier ist das Loch, in dem wir waren. Stimmt, was steht an der Tafel? I'll get us out of here, Cal. Even if I need to kill every bastard in his house. I know. Wer ist er hier? Krebs, bleib mal stehen. Did you request this post too? I'm glad I got the warden and not Zarel. Don't get chatty with the prisoners, mind you. The warden won't like that. Okay. Ah, hier sind die Gnome, ja? Hallo. Your conversation has been cut short. These prisoners are for Disciple Balthazar's attention only. Oh. Oh. Was sollen die denn machen? Mich totquatschen? Ja. Oh, ich krieg einen Finger. 27. Your reasoning is hard to argue with. You're free to speak to the prisoners. Oh, cool. Danke. You ordered that guard about as if you were the Absolute herself. What do you want with us?
exactly? Ich will euch nur in Ruhe foltern. Ja, gegen Bezahlung lasse ich euch hier raus. Were I to get such help, I'd be appreciative. But why would a true soul be offering? Ich bin krass drauf. Ich kenne die Tieflinge, die hier gefangen sind. Ich will, dass ihr alle ausbrecht. Mein Verstand gehört mir. Die Absolute hat keine Macht über mich. Ich arbeite heimlich für die flammende Faust. Oh Gott. Bitte, dann sterbt ihr. Mir auch egal. Auch gut. Ja. Die Wahrheit. Mein Verstand gehört mir. Ja. 6 Uhr. Wow. 25. The Absolute thinks she's got you by the scruff of the neck. But it's the other way around, isn't it? I reckon you and I were meant to meet. I'm Wilbrun. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Terra Nova. Reden wir über den Fluchtplan? Was braucht ihr? Wie seid ihr hier gelandet? Ja, ich bin Terra Nova. We've got a plan. For us and the Tieflings both. But we're scuppered without the right equipment. We need tools. That head case of a warden robbed ours. But anything that breaks rock will do. Even if it's not Iron Hand quality. Whatever you find, throw it through the bars. But for the love of Gerdel, make sure a guard doesn't see you. Or we're both done for. Okay, na gucken wir doch mal, was wir hier... Wo sollen wir das hin? Wulbren, sollten wir nicht einen Wulbren finden? That is the plan, Nicholas. Ja. There's something evil here. Ja, haben wir gemacht. Haben wir gefunden. Below. Ja, hab beschlossen. Down. Ab mit seinem Kopf. Mit seinem Kopf. Mit seinem Turm. Und wo sollen wir das hinschmeißen? Einfach durchs Gitter da, oder was? Da muss ich mal durch die Wand. Oh. Was denn? Ich glaube, im Turm wohnt der Gefängnisboss. In der Mitte. Im Turm? Oh, hier kann man reingehen. Hallo. Klettmundmann. Na gut. Was zum Zerschmettern von Stein? Was denn? Hört sich an, als würde sie einen Hammer oder so wollen. Ja, ne? Oh, hier kann man irgendwo hinklettern. Oh, krass, hier kann man irgendwo hinklettern. Oh, was ist das, Junge? Okay, das machen wir gleich. Lass uns erstmal hier schnell noch zu Ende gucken. Nadi. Don't speak to the prisoners. The Absolute forbids it. Tja, mach eher das, was ich möchte. Aber alles? Ne, hier hinten geht's noch. Ist wieder nee. Das rote Zeug. Können wir rüberspringen? Oha, da hinten. Wo ist denn da hinten? Hier direkt über den Abgrund. Da auf der, guck mal, da aus dem Turm auf der anderen Seite führt doch die Brücke raus. Das ist das dunkle Loch. Ja komm, wir springen mal hier rüber. Das ist das rot glühende Loch. Ja, ja, das ist das Blutloch, was ich vorhin... Oh, das darf ich eigentlich gar nicht anfassen. Okay, das machen wir gleich nicht. Oh, hier kann man eigentlich durch den Turm durchgehen. Ja, ja, aber ich glaube, das ist das Büro vom Obermotz drin. Das Büro. Ja, hey, guck doch da mal durch die Wand. Da ist ein Schreibtisch und... Kann ich durch die Wand gucken, oder? Hält doch mit der Kamera durch die Wand. Oh, oh doch. Oh wow. Ist ja aber eindeutig ein Büro. Ja. Okay, was ist das hier für ein Schmutzloch? Hier schmeißen die doch alle runter, bestimmt, oder? Ja, wahrscheinlich. Essenszeit. Oh mein Gott, das macht was. Ich hab ein Level-Up, sehe ich gerade. Oh, warum das denn? Ja, ich cool bin. Ich will auch. Das ist ja frech. Wo kann man das nochmal sehen, wie weit man vom Level-Up entfernt ist? Ach, da oben. Boah, ich brauche noch 204 Erfahrung. Warum bist du denn schon Level-Up? Keine Ahnung. Brauchst du mehr Erfahrung? Nee, spring lieber nicht da rein. Nee, lieber nicht. Das kommt später. Oh, da habe ich einen Trefferpunkt. Würde mir. Warte mal, wenn ich mich hier an den Rand stelle, vielleicht nicht. Oh, hier ging es. Für dir da gar nichts. Das machen wir aber doch nicht, ja? Wollen wir im Büro klopfen gehen? Ja, aber am besten von der anderen Seite. Mal speichern und mal klopfen. Oh ne, pass mal auf, wir können hier noch hochklettern hier irgendwie. Warte mal.
kletter einfach den Turm hier hoch, oder? Dürfen wir das? Damn straight. Without me. Komm, wir die Beweiskammer ist da oben. Oh. Oh. Okay, da gehen wir vielleicht noch nicht rein, warte mal. Ich glaube, das Auge mag das auch nicht. Ach, guck mal, von hier oben können wir Sachen in die Zelle schmeißen auch. Oh, ja, ja, ja. Meinst du, es reicht denen, wenn wir denen so einen rostigen Speer reinschmeißen oder so? Weiß ich nicht so genau. Sollen wir das Auge wegmachen? Ich habe gerade erst gespeichert. Ich weiß nicht, ob das Auge das toll findet, wenn wir jetzt hier reingehen. Geht das mit? Ich glaube nicht, weil das ist Teil von dem Büro. Der findet es... Da kommt jemand. Ah, da kommt jemand. Oh, schnell weg. Die Wärterin. This is a restricted area. Oh. Time to explain yourself, or this guard will be restricting you to a cell. Nein, wir dürfen das. Ich täusche dich. Ich lebe hier. Ich lebe hier. Ja, ich lebe hier. 22. Okay, das wird wahrscheinlich nichts. 24. Ja, ich lebe hier. Das ist meine Wohnung. Congratulations, you've convinced them to give you access. Now what? Ja, was nun? Starke Leistung. Obwohl, Brenz Hammer, den brauchen wir wahrscheinlich. Ja. Dieses. Das hört sich richtig an. Kann ich mich mal ducken? Wie geht das? Ja, pass auf, das Auge, das darf dich nicht sehen, wenn du es einsteckst. Kurz speichern und ich hau das Auge. Warte, ich hab's eingesteckt. Ich würde aber gerne in die Truhe schauen. Ja, warte, ich nehme hier gerade alles mit. Warte. Oh. Oh. Sympathie, das hat's gesehen. 5. Kommt die jetzt wieder? Stechen. Oh nein, jetzt kommt die andere wieder. Warte. Bad behavior caught this guard's eye. What do you have to say? Ja, ich wohne doch hier. Oh nein, okay, das müssen wir laden. Ich gebe dir doch keine 320 Gold, wer ist sie denn? Ja, wir sollten versuchen von vornherein schon das Auge zu zermaschen, oder? Ja. I'll get us out of here, Cal. Even if I need to kill every bastard in this hellsink. I know. Ja, dann stellen wir uns hier auf. Warte. Wir warten, bis das Sichtfeld ist am besten. Ja. Mann. Stimmt wieder ein bisschen näher. Oh, warte. Ja, warte kurz. Wie macht man das? Runde. Ah, ja, warte. Jetzt. Kommt gleich wieder ran. Da ist es doch, oder? Hä, ich kann nicht, oder was? Hast du's? Nee. Ja, ich darf hier gleich nochmal schießen. Ja, kann sie nicht schießen? Doch. No harm in a little conversation. Okay, es ist weg. 140 hat es gegeben, what? Kommt jetzt jemand uns bestrafen, oder nicht? Das sollte ja keiner mitgekriegt haben. Gehen wir hier rein. Sollte es auch keiner interessieren, haben. Weil uns keiner sieht. Dünnsohlige Schuhe. Das Feilenschärfer-Werkzeug musst du nehmen. Oh, eine Karotte. Ist ja alles abgeschlossen hier. Invasionspläne für die Schwertkünste. Oh mein Gott. Diadem der Einschüchterung. Ja, gucke ich mir alles gleich an. Oh, die kann man aufmachen? Nee. Ja, das musst du mal. Warum schleichst du denn? Damit ihr das nicht hört. Hier hört keiner was. Diadem der Einschüchterung. Einschüchterung, der Träger erhält einen Bonus von +1 auf seinen Zauberrettungsschwierigkeitsgrad, wenn er bedroht wird. Okay, brauchen wir nicht. Wohlbrins Hammer. Den will er sicherlich haben. Was hat er?
mal hier sortieren. Nichts Tolles. Einfaches Gift. Ah ja, nur irgendwelche Flüssigkeiten. Ich kann auch einfach die Truhe stehlen. Ja, muss jetzt nicht sein. Mann, hab dich nicht so. Ich brauche meinen Finger. There is work to do. Bitte schön. Finger, bitte. No time to rest. Höhe des Verderbens. Tja, war das nicht so geil. How much farther can I go? Dank der überlegenen Heilung. Ja, Wahnsinn. So, dann kletter ich schon mal wieder runter hier. Und dann geben wir Wohlbrenn aber noch nicht seinen Hammer, oder? Nee, ich glaube, erst reden wir mit der am besten. Und wir müssen noch in dieses komische Loch da rein. Und ich glaube, das machen wir, nachdem wir mit der geredet haben. Vielleicht schubst du uns auch einfach. Ist hier jemand? Warte mal. Mach mal speichern. Umso weniger Augen es gibt, umso besser für uns, oder? Oh. Oh, da ist noch ein Auge. Oh oh. Vielleicht habe ich Mist gebaut. Das ist taktisch unklug, wenn ich nicht da bin. Ja, ich dachte, es ist nur ein Auge und ich schaffe ein Auge. Da ist auch gleich eine Wache mit dabei jetzt. Ja, 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 ja. Das ist doch Nahkampf hier. 11 bis 23. Ja, ja. Auch nur, wenn du triffst. So, gehen wir jetzt an der Tür klopfen hier in dem Büro. Können wir machen. Oh, hier darf man. Hallo. Ist gar keiner da. Ja, doch, da steht sie doch. Die Wärterin. Ah. Hallo. Hm. You spark of the familiar. Do I know you, true soul? Hm. Perhaps not. Your face is rather bland. Regardless, know this. I am the warden. The prisoners are my charges, and I answer to Disciple Balthazar himself. Stay on my good side. Okay. Oh, das sagen wir vielleicht nicht. Euer Gesicht ist auch ziemlich nichts sagen. Wer ist Jünger Balthazar? Ich werde mein Bestes tun, euch zu beeindrucken. Balthazar war der nicht aus Baldur's Gate 2 oder so? Auch bekannt schon? Keine Ahnung. Oh, wie sagen wir? Konfisziert sicher viele interessante Dinge bei den Gefangenen. Suche einen bestimmten Gefangenen, Herzog Gravengard. Unsere Leute haben in El Turel genug gelitten, um hier von einer der ihren eingesperrt zu werden. Ist euch das kalt? Oh Gott, ich will eigentlich gar nicht mit der reden, ne? Du, wir können doch nach dem Gefangenen fragen, oder nicht? Den haben wir nicht gesehen, aber den suchen wir. Ja, aber meinst du dann, ist die nicht hellhörig? Ja, wir töten sie doch eh. Ich suche einen bestimmten Gefangenen. He sounds important. And I'm afraid the mere dregs are the only ones left in my care. Wer ist der junge Balthazar? My. They are letting all sorts become a true soul these days. He is chief advisor to General Ketherick and one of the Absolute's favored. His necromancy is second only to the General's. It is an honor to serve him. Okay. Euer Gesicht ist auch ziemlich nichtssagend. My face might be bland, but yours? It is now carved into my memory. Forever. Das sollte ich nicht so gefallen. Ich werde mein Bestes tun, um euch zu beeindrucken. A pity you're already failing then. Ihr konfasziert sicherlich viele Dinge. Indeed.
but all are kept out of reach and under constant surveillance in the office above. Prison security is my highest priority. Aha, ja, ist wohl fehlschlagen. Ja, sehr erfolgreich hast du es gemacht, ne? Your mind swirls with information about the prison. The small levers behind the warden's desk open every cell, while the larger one triggers the alarm. And interesting items confiscated from prisoners lie above the warden's office, just up the ladder. If you are going to stare, kindly do it elsewhere. As I said, you are free to roam where you wish, but do not speak to the prisoners. Oh, wirklich? Wir dürfen nach oben. Okay, das sagen wir beides nicht, oder? Ich glaube, das ist schlecht. Beides kontraproduktiv, ja. Ich würde gerne ihre Kiste antatschen. Hier gibt's Knöpfe. Oh. Da hinter ihrem Schreibtisch gibt's Hebel. Oh, ja, ja, die sollten wir aber auch nicht. Ich glaube, es ist klüger, wenn wir denen den Hammer geben, weil dann sieht es nicht so aus, als hätten wir denen geholfen, vielleicht. Ja, wir können auf jeden Fall nicht die Zelle aufmachen. Hebel für Gemeinschaftszelle im Notaufganggefängnis. Welche ist denn die Gemeinschaftszelle? Nee, 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 pass auf, das ist Betrug. 1, 2, 3, 4, 5. Pass auf, das ist Betrug. Die hat doch gesagt, der große Hebel ist für den Alarm. Hat sie gesagt? Das haben wir aus den Gedanken gelesen. Der große Hebel hält ihr im Schreibtisch für den Alarm und die kleinen für die Zellen. Breathe quiet. Ich würde gerne hier dieses Protokoll haben. Kann ich das haben? Lass es lesen. Bitte be cautious. Ich mache nochmal speichern. Ich traue mich nicht so richtig hier. Na, lesen darfst du es. Eine Liste von Gefangenen, die im Kerker des Turmes, bla 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 bla. Okay. Wohlbrunnenbongel, okay. Okay, also die Hebel drücken wir nicht, ja? Nee, ich glaube, wir sollten dem lieber den Hammer geben. Ja, aber nicht jetzt. Nee, ich glaube, wir sollten die Augen vielleicht vor. Aber wenn wir denen den Hammer geben, dann müsste es doch eigentlich so aussehen, als hätten wir nichts damit zu tun. Na, theoretisch sollen wir es von oben in den Zelle schmeißen, aber ich glaube, es ist nicht so. Delightful accommodation. You spoil us, Warden. Hört mal, es ist soweit, es ist soweit. Soweit. Little Wolbrun. The hell's you call me? There it is. You act bold, but there is a weak, temperamental child beneath the mask. I see it. Schön, wie die alle durcheinander quatschen. Ja. Feuer, Sonne, das war's mit dieser Folge. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht kein Blödsinn, schreibt uns, Grüße erkennt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe.